Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen Video zu Camtasia. Ich hatte euch ja gesagt, ich nehme jetzt übrigens mit Camtasia 2018 nehme ich auch auf. Also hier, den Bildschirm. Ich hatte ja gesagt, ich will meine Profile importieren und viele haben gefragt, ja, wie machen wir das? Und vor allen Dingen, wie erstellt man ein vernünftiges Profil? Was sind die richtigen Daten? Das möchte ich euch jetzt hier zeigen, was ihr einstellen könnt, was hilfreich ist und was nicht. Und ich möchte gleich, ihr seht hier so ein Video, das läuft hier. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Das habe ich eben mit der Cam aufgenommen, hier, und da, mit dem Camcorder habe ich es aufgenommen. Der ist von Sony, der hat nur 1080p 50 FPS. Ich habe jetzt einfach zu meinen Standardprofilen, die ich ja immer benutze, die ich jetzt nochmal komplett neu erstellt habe, habe ich auch noch andere erstellt und werde dieses Video um die 6-7 Mal rendern in verschiedenen Qualitäten. Was ich euch jetzt zeigen werde, den Link, ich mache die Videos nämlich auf nicht gelistet, findet ihr in der Infoblase, die ist da oben oder da, irgendwo ist die. Da mache ich euch eine Playlist darin mit den Testvideos. Die zeige ich euch, bevor wir die Profile einstellen. Und zwar, achso, müssen wir lieber am besten hier machen, hier sieht man mehr. So, und zwar habe ich erstellt, die habe ich noch kein Bild drin. Wo fangen wir an hier? 50, also 1080p, 5, also das, mit 720p brauche ich jetzt kein Video machen. Das ist ein 1080p Video, deswegen, ich werde mir aber auch noch 720p Profile erstellen. Dann haben wir hier halt 1080p 50 FPS mit HDTV Qualität 100. Was das mit HDTV auf sich hat, zeige ich euch gleich im Profil. Dann haben wir 60 FPS mit HDTV Prozent 60, also Qualität 60%. Das ist der Standardwert, das erkläre ich euch aber auch gleich. Dann haben wir hier nochmal 60 FPS mit Qualität 100 HDTV, 50 FPS ohne HDTV 60%. 50 FPS mit HDTV und 60%, 60 FPS ohne HDTV mit 60%. So, was haben wir, muss ich nochmal überprüfen, Moment. So, und da geht es dann auch schon weiter. Ich habe nochmal schnell überprüft, nicht, dass mir hier ein Flüchtigkeitsfehler passiert. Also wie gesagt, ich habe jetzt 50 FPS und 60 FPS gemacht. Ich werde auch dieses Standardprofil, werde ich auch einmal das gleiche Video im Standardprofil 1080p rendern. Und dann haben wir es halt mit 50 FPS, mit HDTV, Qualität 60, 60 ist Standard, ohne HDTV mit Qualität 60 und einmal das größte, was geht, mit HDTV und Qualität 100. Und das stellen wir uns dann mal ein. Ihr könnt entweder hier oben drüber gehen und sagen, Profil bearbeiten oder erstellen. Oder ihr könnt auch, eure bearbeiteten Profile sind dann alle hier drin. Macht sich auch einfacher, als wenn man hier oben über die Wiedergabe geht einmal einfach Benutzer und dann hat man hier seine Profile. Und wir wollen jetzt einfach mal, ne, da muss ich hier oben, da sehe ich das besser. Ich habe die ein bisschen von der Beschreibung ein bisschen lang gemacht. Nehmen wir einfach mal 50 FPS, Qualität 100. So. Ach Quatsch. So. Profil bearbeiten. So. Bearbeiten. Hier könnt ihr euch dann halt, wie gesagt, einen Namen ausdenken oder wie ihr das Profil nennen wollt. Ich empfehle euch, nehmt MP4 mit HDMI 5. Das ist für YouTube voll ausreichend. So, dann hier den Controller könnt ihr ausmachen. Das braucht er nicht. Ihr braucht den Controller nicht für YouTube. Größe, das könnt ihr grau lassen. Und hier den Haken raus. Also hier unten erstmal müsst ihr den Haken rausnehmen, dass ihr das bearbeiten könnt. Den Haken draußen lassen, sonst macht sich das doof. Und 1080p hat halt einen Wert von 1920 zu 1080 Pixeln. Dann kommen wir zur Videoqualität. Also ich stelle noch mal kurz auf 30 um, damit ihr das seht. Wir haben hier nur 30 und 60 FPS. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr macht. Klickt einmal rein, macht die 6 weg und macht eine 5 rein. Hier habe ich die Qualität drin. Das könnt ihr so lassen.
Also würde ich euch auch empfehlen. Hier habe ich gar nichts geändert. Würde ich euch auch empfehlen. Die Einstellungen sind ganz gut. Aber hier, standardgemäß ist es, wenn man ein Profil erstellt, die Qualität auf 60% gestellt. Wenn ihr das jetzt natürlich hochpowert auf 100, ja, steht ja auch hier im Warnhinweis, werden die Daten groß. Werden wir gleich sehen, wie groß. Ich werde das halt dann auch aufschreiben und werde eine Liste machen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Größen des Videos, was ihr hier, was ihr im Hintergrund seht. Und hier NTSC ist Standard eingestellt. HDTV hat nochmal eine bessere Qualität. Wird natürlich dementsprechend auch nochmal größer. Aber ich will das Video jetzt nicht hier 20.000 Mal rendern. Deswegen einmal nur halt 50 FPS mit Qualität 100 HDTV. 50 FPS mit Qualität 60, das ist der Standard. So, nochmal 60, so. Und HDTV und Qualität 60 mit NTSC. Also so wie es eigentlich, wenn er ein Profil erstellt, macht. Und das genau das gleiche mit 60 FPS und dann einmal das Standardprofil. Das weiß ich ja nicht, was das Standardprofil an Qualität hat, wenn man das 1080p nimmt. Können wir aber mal nachgucken, falls ich noch was drin haben sollte. Eigenschaften. Ich habe nämlich noch den ersten Eindruck vom Camtasia drin. Das hat 30 FPS. Also wie gesagt, das ist jetzt Camtasia 9 gewesen, womit ich das aufgenommen habe. 1080p und 30 FPS. 125. Ja, das habe ich auch alle hochgestellt, da kommen wir gleich noch zu. Mehr können wir hier leider dann auch nicht sehen. So, dann die Audioqualität empfehle ich euch, macht auf 192 Gigabits. Das ist wie bei MP3s. Ja, das ist vom Qualität, also höher braucht ihr eigentlich nicht. Also ich höre, wenn man es höher macht, keinen Unterschied. Wenn ihr natürlich richtig Qualität haben wollt, extrem, und ihr hört da auch einen Unterschied, dann nimmt 1024. Aber für mich reicht 192 komplett aus. So, dann wie gesagt, hier könnt ihr ein Wasserzeichen machen. Das hatte ich ja im vorigen Video schon mal erklärt. Und dann könnt ihr einfach fertigstellen und schon ist euer Profil erstellt. Ihr könnt dann hier nochmal komplett gucken. Wir haben hier 50 FPS. Hier haben wir 5. Pause beim Start haben wir deaktiviert. Qualitätsmodus. So. Videoqualität 100, Bitrate, das steht dann hier alle drin und dann Wasserzeichen ist deaktiviert, HTML ist deaktiviert. So, und wenn wir jetzt den Standard nehmen, wo haben wir den denn? Das ist der. Und hier können wir dann halt nachgucken. Das Standardprofil hat 30 FPS, Pause beim Start deaktiviert, Qualitätsmodus, das ist alles Standard. 128. Hier hat es Videoqualität 60% und Audioformat ist AAC. Und das andere ist auch alles deaktiviert. Können wir ja nochmal auf. So, mit. Hier haben wir auch AAC als Audioformat. So. Und das war eigentlich schon mit den Profilen. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz das Video. Das ist 1:1 drin. Ich werde euch auch nochmal die Videodatei zeigen, damit nicht einer sagt, ja, das war schon vorher 60 FPS oder irgendwas. Cam. Achso, Desktop, Cam. Hier ist das Video. Ich mache mal die Ansicht auf große Symbole, da könnt ihr das sehen. Das ist hier 000. Kann ich hier auch nochmal starten. Einen wunderschönen. Das ist schon wieder euer. Und das Originalvideo hat. So, machen wir mal hier hin. Das Originalvideo geht 52 Sekunden. Ich werde da auch kein Outro oder Intro oder so rein klatschen. Ich werde das einfach 1:1 so nehmen, wie das ist. Das hat eine Full HD-Auflösung. 1920 zu 1080. Eine Datenbitrate von 26.236.
Ja, und hier dann nochmal 26.462. Einzelbilder die Sekunde, also FPS, hat es 50. Meine Kamera kann halt nicht mehr. Die kann halt nur 50. Beim Audio ist die Bitrate 256 kHz. Dann könnte ich jetzt natürlich eigentlich in den Profilen vielleicht auch nochmal einstellen auf 256. Dann hat man da noch weniger Verlust, weil er das Audio nicht kleiner machen muss, weil dann hat er 1:1 das Audio drin, wie halt auch eingestellt ist. Stereo. 48 kHz. So, das war's eigentlich. Die Originalgröße ist 165 MB. Ich habe es am 18.06.2018 um 10.59 Uhr, also gerade eben aufgenommen. Ja. Das ist das Originalvideo. Das werde ich jetzt halt mehrere Male rendern. Erstmal werde ich dieses Video rendern, dass ich das dann schon mal hochladen kann. Dann werde ich das Video mehrere Male rendern. Den Link findet ihr, irgendwo ist hier die Infobox, die findet ihr da. Dann mache ich euch die Playliste rein und ich werde jedes Video so nennen, wie ich es gerendert habe. Ich bin am überlegen, ob ich die Audioqualität vielleicht noch anpasse. Ach, das mache ich später. Ich werde kein Intro davor machen, ich werde kein Outro davor machen, ich werde die Qualität nicht größer ziehen, kleiner ziehen. Ich nehme das Video 1:1, 1080p, mache es wieder in 1080p. Einmal Standard mit 30 FPS und 60% und dann halt das gleich, dann nochmal mit 50 FPS. Und ja, ihr könnt mir ja einen Kommentar geben, ob ihr einen Unterschied erkennt. Wenn ja, welchen? Würde mich jetzt sehr interessieren und freuen. Und ja, dann bin ich jetzt hier erstmal weg. Ich hoffe, ihr konntet euch damit helfen. Wie gesagt, irgendwo in der Infobox, irgendwo ist hier die Infobubble, da ist die Playliste drin. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Achso, in der Videobeschreibung findet ihr die Werte. Also da schreibe ich mal ruf, wie groß die Videos geworden sind. Also praktisch Standardvideo und dann schreibe ich die Qualität auf und wie groß die Videos, wie groß das Video geworden ist. Von der, ja, damit ihr da auch noch einen Überblick habt, wie viel MB ihr denn damit schluckt. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.